Maybe we're not cut out for this. We should go home. So that's it? We just leave and let Torque die? What are we supposed to do? I like Torque, but this is so much bigger than us. We're just kids. That doesn't mean anything. Doesn't mean anything? Look at what they did to me! To us! Sometimes I feel like you're trying to get us killed. How can you say that? I put myself out there on the front line so you don't have to! Yeah, and I always have to bail you out. What's the problem with that? We're helping each other do the right thing. But I don't want to do the right thing! I just want to spend time with my best friend! If the only way I can do that is by risking my life, maybe we shouldn't be friends anymore. Carol! Don't! Just don't. I'm done. It's okay. I'm going after him. Alone. Let me come with you. No. Carol's right. Friends shouldn't let each other get hurt. You should stay behind with her. Mila, stay here. I won't leave you! Stay! Tja, nach der kleinen Auseinandersetzung will jetzt Lilac es allein in die Hand nehmen, Torque zu retten, weil er wurde nämlich im letzten Part entführt. Na, und die letzte Folge ist auch ein Weilchen her. Dennoch, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Freedom Planet. Ja, wie gesagt, letzte Folge ist ja schon ein ganz dickes Weilchen her. Ne? Die letzte Folge habe ich so am 15. Dezember noch hochgeladen. Bevor ich ja noch allgemein so ein bisschen anfange zu labern, möchte ich nochmal gerne zu Freedom Planet 2 was sagen. Und zwar, Freedom Planet 2 hat jetzt endlich seinen offiziellen Release-Termin für alle Konsolen. Und zwar erscheint Freedom Planet 2 für Xbox One, Series S, X, PlayStation 5, PlayStation 4 und natürlich auch der Nintendo Switch am 4.4.2024. Die Konsolenversion werde ich auf jeden Fall let's playen. Ich meine, ich besitze zwar die PC-Version, aber ich bin, ja, eher, wie gesagt, ja, der Konsolenspieler. Deswegen, ja, werde ich auf jeden Fall eine der Konsolenversionen let's playen. Die Frage ist natürlich jetzt, ne, welche? Ich weiß ja nicht, wie es mit der Xbox-Version steht. Man kann sie noch nicht zur Wunschliste hinzufügen oder gar sich irgendwie, ja, angucken. Aber ich würde wahrscheinlich die Xbox-Version let's playen. Definitiv. Natürlich das Ganze auch auf Deutsch übersetzt. Also der Text zumindest. In einem Freedom Planet 2 gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ne? Also es ist echt Wahnsinn, wie groß dieses Game ist. Es ist deutlich größer als der erste Teil. Hat ja auch lange gedauert, bis es erstmals für PC erschien. Ach so, noch etwas. Ich möchte euch auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass in meinem Community-Bereich bei meinem YouTube-Channel ein, ja, Let's Play-Voting am Stissel ist für das nächste große Let's Play-Projekt. Da ich ja Minecraft nicht mehr als mein Hauptprojekt nehme, sondern eher nur noch so zwischendurch. Und hatte ja gesagt, dass ich Minecraft jetzt erstmal so ein bisschen in den Schatten stellen will. Also halt, ja, alle
2 Wochen hatte ich ja gesagt. Aber da ich ja sowieso wieder nur auf spontane Uploads wieder umsteige, wird es höchstwahrscheinlich eher, ja, wie gesagt, auch nur spontan kommen. Genauso wie meine anderen Videos, die ich aktuell hochlade, wie Destiny 2, Beyond Light und was play ich dann noch? Wenn ich... Ah ja, genau, Mario Maker. Genau, Super Mario Maker 1. Ihr solltet, wie gesagt, auch nochmal auf meinem Channel vorbeischauen. Gibt es noch mehr Videos, Playlisten, alles ist da zu finden. Würde auf jeden Fall es euch mal empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen. So. Aber jetzt Schluss mit Werbung und den ganzen Palaber. Konzentrieren wir uns einfach mal weiter auf das Game. Ja, mittlerweile haben wir ja die... Müsste jetzt schon die 6. Stage sein. Terminal. Base, glaube ich, heißt die Stage. Und die ist auch sehr knackig. Oha. Ja, den muss ich wegschlagen, weil mit Schieben komme ich nicht weit. Oha. Da war. Also ich bin auf jeden Fall gehypt auf Freedom Planet 2. Ihr solltet es euch auf jeden Fall dann mal gönnen. Weil Freedom Planet an sich ist ein richtig, richtig guter 2D Jump'n'Run. Auch wenn er, ja, ziemlich schnell ist. Ne? Dass man halt die Level studieren muss. Da habe ich auch so richtig geile Kommentare zugelesen bei gewissen Seiten. Denk mir so, Alter. Also ich will die Level hier nicht nur schleichen, ne? Oh, hier ist auf jeden Fall Action. Ja, wenn man die Schläge hier mal hitten würden. Komm schon! So, nochmal ein neues Schild holen. Brauchen natürlich jetzt erstmal wieder eine neue Zugangskarte. Oh, da ist er. Wieder nur ein kleiner Miniboss. Yeah. Haben wir schon mal die Karte. Oder vielmehr gesagt, den Trick. Ja, ich werde hier wieder geschleudert von diesen scheiß Bumpern hier. So. Ja, da kommen wir nicht. Hier runter. Na, okay. Also da möchte ich auf jeden Fall nicht gerne drin landen. Yo. Das ist ja wohl hier von Raven. Oha, das war aber knapp hier. Bossgegner sind aber auch echt schon fies, ne? Halten aber auch extrem viel aus. Naja, sonst wäre es ja langweilig. Versteht sich ja von selbst. Ja, geil. Mann. Okay. Zweite Phase. Oh Gott. Hammer instant hier am failen, ey. Ja, schon lange nicht mehr gezockt, dieses Game. Gott. So, weiter geht's mit Act 2.
Aber eins muss man echt mal sagen, ne? Die Soundtracks in diesem Spiel, die sind echt Bombe. Aber der zweite Teil ist da um einiges besser, was die Soundtracks betreffen. Hier ist wieder so eine Karte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Level hier Lilac Exclusive ist, aber ich denke wohl eher weniger. Das exklusive Level kommt ab denn, also die nächste Stage ist dann das Exclusive Level für Lilac. Das ist auch ein richtig, richtig schönes Level. Auch was der Soundtrack betrifft. Naja, was zum Thema Freedom Planet. Ich möchte auf jeden Fall so gut wie es geht möglich das Spiel durchhaben mit allen drei Chars. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und Freedom Planet 2 wird storytechnisch auch noch richtig eins draufsetzen. Also Spiel, habe ich ja gerade ja schon gesagt, das wird sehr, sehr lange gehen. Und ich würde gerne alle drei Chars, naja, in dem Fall gibt es sogar vier. Da würde ich nämlich auch alle vier dann stoppen. Oh. Diese hier, die sind schlimm, Alter. Alter. Warten, bis das hier vollgeladen ist. Komme ich da nur mit Carol rauf oder geht das auch mit Lilac? Ja, geht auch mit ihr. Oh, Mann! Den Weg hätte ich mir eigentlich auch ersparen können. Ich wäre so oder so in den Raum reingekommen. Meine Lieblingsstelle, ey. Aber absolut. Nochmal so eine Karte. Ich glaube, wenn man hier einen abkriegt, dann ist man instant death. Ja, ja, ich warte auf die Plattform rauf. Schon echt fiese Gegner. Ah, da ist auch noch mal so eine Karte, die sack ich mal ein. Thank you.
Oh. Oh, die Musik wird leise. Das riecht nach Bosskampf. Oh, man kann es doch übertreiben mit den Türen. Ja, Bosskampf. Oha. Ja, sie attackiert dieses. Dieser Bot attackiert uns hier erstmal insane mit Lava. Oder mit geschmolzenem Metall. In dem Fall. Yo! Oha, dreh doch gleich komplett durch. Komm her! Okay. Ja, dann